Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem besonderen Video, denn es ist etwas sehr Spannendes und sehr Unvorhersehbares in der Welt des Fußballs passiert. Und zwar hat Zinedine Zidane den Rücktritt als Trainer von Real Madrid auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben und das ja relativ kurze Zeit doch nach dem Champions League Finalsieg gegen den FC Liverpool und damit verbunden dem dritten Champions League Titel für die Madrilenen in Folge, die Galaktischen mit einem galaktischen Rekord und vor allem auch Zinedine Zidane mit einem galaktischen Rekord, den ihn so wohl niemals jemand nachmachen würde. Also ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt jemals ein Team schaffen wird und wenn, ob das ein Trainer schaffen wird, weil normalerweise ist es ja nicht so, dass Trainer relativ lange da bleiben. Okay, bei Top-Teams schon, aber auch da gibt es ja immer wieder die Wechsel. Wir sehen das beispielsweise bei Chelsea, wir sehen das beispielsweise bei United, wir sehen das bei City, wir sehen das jetzt bei Arsenal. Irgendwann ist immer in der Zeit, dass ein Trainer geht und gerade im Fußball, auch der FC Bayern ist ein sehr gutes Beispiel, ist es immer relativ zügig mittlerweile so, denn der Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft, nicht nur bei Spielern, sondern auch bei offiziellen und vor allem bei den Trainern. Nichtsdestotrotz war es doch schon überraschend, dass nach 2,5 Jahren Zinedine Zidane sagt, okay, ich mache Schluss, zumal diese Jahre recht erfolgreich waren. Einmal La Liga, einmal spanischen Meistertitel, zweimal Clubweltmeister, ich glaube einmal Supercopa oder sowas. Also doch nicht schlecht, aber anscheinend für ihn selber das Zeichen, okay, ich habe alles erreicht in den 3 Jahren, ich trete zurück. Gerade vielleicht wegen dem Champions League Rekord, man weiß es nicht. Aber ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen. Das möchte ich erstmal direkt sagen. Für mich ist es extrem schade oder ich finde es extrem traurig, denn für alle die diesen Podcast länger verfolgen oder den Kanal länger verfolgen, die sollten wissen, für mich ist Zinedine Zidane der beste Fußballer aller Zeiten. Ich feiere den Typen unnormal und er ist im Endeffekt der größte Grund, warum ich Real Madrid so liebe, wie ich es eben tue. Ich habe das ja bereits in einem der letzten Podcasts gesagt, ich bin nicht nur Real Madrid Sympathisant, sondern ich bin eigentlich schon Fan, ja. Man kann nur Fan von einem Verein sein, dementsprechend ist bei mir Hannover 96, aber direkt danach kommt Real und da ist wirklich nicht viel dazwischen. Ja, es ist einfach ein Herzensverein für mich. Und gerade wenn der Herzensspieler aller Zeiten Trainer da ist, ist es natürlich noch geiler. Und wenn er erfolgreich ist und dann trotzdem zurücktritt, ist das bitter. Natürlich war in La Liga die Saison nicht ganz so stark, wie man es erwartet hätte. Und auch nicht der Anspruch von Real Madrid, so am Ende hinter Barcelona zurückzufallen. Aber trotzdem haben wir den wichtigsten Titel im Clubfußball gewonnen. Und zwar die Champions League und das zum dritten Mal in Folge. Und dementsprechend, okay, man hat sich ja nicht als Verein von Zidane getrennt, sondern Zidane ist ja gegangen. Aber es ist trotzdem sehr, sehr schade. Viele spekulieren, dass er einfach gesehen hat, dass es ohne Bale und Ronaldo nächstes Jahr nichts wird. Ich bin immer noch sehr, sehr skeptisch, ob denn wirklich Ronaldo und Bale gehen werden. Bale kann ich mir gut vorstellen, aber Ronaldo eigentlich eher nicht, weil dieses Gerücht um Ronaldo gibt es jedes Jahr. Jedes Jahr wird wieder gesagt, hey, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit, er hat wieder irgendeine Andeutung gemacht oder wir haben irgendwas gelesen, es muss so sein. Aber bisher war es nie so. Deswegen, da bin ich skeptisch. Aber trotzdem, Ronaldo wird auch nicht jünger. Und die Mannschaft von Real Madrid muss auf jeden Fall pushen, ja, die müssen irgendwas machen jetzt im Sommer, haben die letzten Jahre nichts gemacht, haben dementsprechend Geld zur Verfügung ohne Ende, aber die müssen halt irgendwas tun, um nächstes Jahr wieder zumindest um die Champions League mitspielen zu können. Ob sie es schaffen, ist die große Frage, ich könnte es mir schon vorstellen, aber nichtsdestotrotz ist da einiges an Handlungsbedarf. Und vielleicht hat einfach sie dann gesehen, okay, ich bin nicht der Richtige für den Umbruch, ich war der Richtige, um diese Mannschaft auf diese Art und Weise die beste Mannschaft der Welt oder zur besten Mannschaft der Welt zu machen. Hat er in meinen Augen auch getan und bin aber nicht in der Lage oder bin nicht dafür gemacht, halt jetzt eben komplett alles umzustrukturieren, neue Spieler auszubilden, vielleicht neues Spielsystem, was damit kommt, weil eben Ronaldo und Bale nicht mehr da sind und so weiter und so fort. Real hat ja eins der, ich sag mal, unvorhersehbarsten Spielsysteme, die es überhaupt gibt, weil Real kann zum einen dominant spielen, sehr dominant und extrem krassen Spielaufbau machen, das haben wir vor dem Tor von Bale beispielsweise wieder gesehen, vor dem Fallrückzieher-Tor. Der Spielaufbau ist legendär gut. Allerdings kann Real auch einfach sich hinten reinstellen, kontern, die können alles. Die können wirklich alles. Und das ist halt eben dieses ganz Beeindruckende. Das war auch unter Zidane ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Die Sache ist, jetzt ist es vorbei. Das heißt, man muss irgendwen finden, der Real so übernehmen kann. Die große Frage ist, wer wird es werden? Und darüber möchte ich natürlich auch in diesem Podcast noch reden. Zunächst einmal aber nochmal gesagt, ich finde es verständlich, dass Zidane aufhört. Ich denke, dass die Spekulation darüber, dass er sagt, ja, ich gewinne nächstes Jahr nicht den 4. Titel in der Reihe, weil Ronaldo und Bale weggehen, Schwachsinn sind. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass er sagt, ich habe jetzt alles erreicht und ich bin fertig mit Real Madrid, weil halt eben besser geht nicht. Aber jetzt kann ich es nur noch schlechter machen. Wenn ich jetzt gehe, ist der perfekte Zeitpunkt zum Gehen, weil ich mich endgültig für den Verein unsterblich gemacht habe. So, für mich gibt es jetzt nur 2 Möglichkeiten, ehrlich gesagt, wie es für sie dann persönlich weitergeht. Und zwar zum einen,
der Trainerposten bei Juventus Turin. Warum, komme ich gleich zu. Der zweite wäre der Posten in der französischen Nationalmannschaft nach der WM. Beides momentan nicht absehbar, aber doch durchaus im Bereich des Möglichen. Wenn wir uns Juve angucken. Juve hat diese Saison nicht so überragend gespielt wie die letzten Jahre. Natürlich sind im Champions League Viertelfinale extrem unglücklich ausgeschieden gegen Real Madrid. Das muss man einfach dazu sagen. Normalerweise wären sie vielleicht weitergekommen, wenn sie nicht gerade auf Madrid getroffen hätten. Das stimmt schon alles. Dazu haben sie in der Liga den Titel geholt, haben auch den Pokal geholt. Also so gesehen alles gut. Aber irgendwie war es nicht so dominant wie die letzten Jahre. Und da hat ein bisschen was gefehlt vielleicht. Oder einige hat ein bisschen was gefehlt. Gerade bei der Doku auf Netflix kann man das auch ganz gut sehen. So, vielleicht ist dementsprechend der Zeitpunkt für Allegri gekommen zu gehen. Es gab ja allgemein relativ viele Gerüchte darüber, ob Allegri eventuell gehen würde. Ja, Allegri wurde mit sehr, sehr vielen Vereinen in der Vergangenheit in Verbindung gebracht. Vielleicht ja sogar jetzt auch mit Real Madrid. Man weiß es nicht. Also theoretisch könnte es möglich sein, dass Real sich diesen Trainer holt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber nichtsdestotrotz geht es. So, er hat selber im April noch gesagt, er wird nicht in die Premier League wechseln, aber sowas muss nicht immer was heißen. Halt gerade, weil Chelsea mit Conte wahrscheinlich nicht weitermachen wird und wer kann Chelsea widerstehen? Weil auch wenn Juventus ein Riesenverein ist, immer die Meisterschaft holt und so, die Möglichkeiten bei Chelsea und das Gehalt bei Chelsea und die Reputation von Chelsea sind nicht zu unterschätzen. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass sie dann eben auf diesen Trainerposten schielt. Weil Zinedine Zidane hat eine Vergangenheit bei Juventus Turin. Das ist der erste Verein, bei dem er richtig, richtig groß aufgespielt hat. Der war natürlich auch schon vorher gut bei Bordeaux, aber bei Juventus, das war halt auch ein viel größerer Verein als Bordeaux, muss man dazu sagen, ist er zu dem Weltklasse-Spieler geworden, der er im Endeffekt war. So, und er hatte auch lang genug gespielt, als dass er als Vereinsikone bezeichnet werden kann. 5 Jahre, das ist genauso lange wie bei Madrid. Und vielleicht schielt er ja genau auf diesen Trainerposten. Oder vielleicht gibt es da schon irgendwelche Ideen. Weil Max Allegri eben geht. Oder weil er einfach glaubt, dass Juve irgendwann in naher Zukunft einen neuen Trainer braucht. Vielleicht auch erst nächstes Jahr. Vielleicht macht er ein Jahr Pause. Es kann ja auch durchaus sein, dass er wieder in Berater- und Botschafterfunktion aktiv ist. Ist ja alles im Bereich des Möglichen. Die andere Option wäre Didier Deschamps. Und der ist Trainer bei Frankreich. Das ist nämlich die zweite und die viel wahrscheinlichere, in meinen Augen, viel wahrscheinlichere Variante. Denn Didier Deschamps hat natürlich die Europameisterschaft im eigenen Land verkackt. Allerdings erst im Finale. Das kann man ihm also nicht wirklich vorhalten. Nichtsdestotrotz, er hat den Titel nicht geholt. Und jetzt hat er das Team für Frankreich. Frankreich ist der Top-Favorit, für mich persönlich nicht. Aber ist grundsätzlich der Top-Favorit für die WM 2018 jetzt in Russland. Die haben einen Kader, der strotzt nur so von Qualität. Wenn man sich mal die Startelf, die potenzielle, anguckt. Jori im Tor, Innenverteidigung Varane und Umtiti, Linksverteidiger Mondi, theoretisch könnte da natürlich auch ein Lucas Hernandez spielen, der unglaublich gespielt hat in der La Liga diese Saison. Rechtsverteidiger CDB, zentrales Mittelfeld. Sagen wir einfach mal, die spielen 4-3-3. Dann haben wir da Kanté, dann haben wir da Pogba und dann haben wir, sagen wir, noch Matuidi oder Tolisso oder Nsonsi. Ganz, ganz viele Möglichkeiten. Oder halt eben Fekir, wenn sie es ein bisschen offensiver spielen. Dann rechts außen Dembélé oder Thauvin, die auch krank gespielt haben. Links außen Lemar, Sturm, Griezmann, Giroud, Mbappé. Also gerade die Offensive ist einfach qualitativ so hochwertig. Eigentlich müssen die schon 4-4-2 spielen mit Kanté und Pogba und dann auf außen beispielsweise halt eben Lemar und sagen wir einfach mal Dembélé und vorne drin Griezmann und Mbappé. Auch wenn Giroud ja für Frankreich unglaublich stark ist, darf man auch nicht vergessen. Also das ist wirklich ein Team, mit dem solltest du Weltmeister werden beziehungsweise mindestens Finale erreichen. Frage ist, schafft Deschamps das? Ich persönlich bin kein großer Fan von dem und dementsprechend könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass nach der WM, wenn es nicht so hundertprozentig läuft, gesagt wird vom Verband, nö, ist vorbei und dann brauchen sie einen neuen Trainer und wer würde denn besser passen als Zinedine Zidane, der einfach also der Bestspieler der Zeiten ist in meinen Augen, wie gesagt. Und Frankreichs bester Spieler aller Zeiten dementsprechend auch. Das wäre richtig, richtig geil. Vielleicht als Assistenztrainer dann mit Thierry Henry. Das könnte ich mir gut vorstellen. Momentan ist es Guy Stéphane. Aber, und Henry war ja bei Belgien oder ist bei Belgien, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber nichtsdestotrotz, also möglich wäre es ja. Stell dir das mal vor, Zidane und Henry an der Seitenlinie. Krank. Ob es passiert, ist die große Frage. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Glaubt ihr, dass sie dann auf einen dieser beiden Trainerposten schielt? Glaubt ihr, er wird überhaupt nochmal irgendwo hingehen? Oder glaubt ihr, er macht einfach wieder den Botschafter, vielleicht Jugendtrainer, irgendwas, sowas in der Richtung? Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich auf jeden Fall kann es verstehen. Aber ich komme jetzt nochmal zu den Nachfolgern von Zinedine Zidane, denn der Posten ist natürlich auch nicht leicht zu besetzen, weil jeder, der da hinkommt, Real ist nun mal der Verein mit dem höchsten Druck an den Trainer, das ist einfach so, da kann man nichts gegen sagen, wer bei Real Madrid Trainer ist, hat unglaublichen Druck, bei Barca ist der Druck auch hoch, aber Barca hat immer Trainer, die relativ unbekannt sind, die irgendwie was mit dem Verein zu tun haben, irgendwas aus der eigenen Geschichte, irgendwas aus der Jugendarbeit und sowas und
Bei Barca ist es, finde ich persönlich, wenig Trainerarbeit seit Guardiola, sondern mehr, also auch wenn Enrique natürlich schön Fußball hat spielen lassen, aber nichtsdestotrotz, ja, irgendwie Messi-Arbeit. Messi ist halt das allbestimmende Element, was Ronaldo halt nicht so extrem ist in den Trainerüberlegungen, finde ich zumindest. Auch wenn natürlich Ronaldo genauso wichtig ist für die Mannschaft wie Messi. Das sollte man jetzt nicht falsch verstehen. So, nichtsdestotrotz, wer wird's werden? Da haben wir einige Möglichkeiten. Und ich werde die beiden wahrscheinlichsten oder die wahrscheinlichste und die ich nicht unwahrscheinlich sehe, mal kurz runterbrechen und dann nochmal zu einer anderen Möglichkeit kommen. Es gibt allgemein relativ viele Trainer ohne Vertrag, ja. Das ist einfach so, weil, ja, das ist halt einfach so. Wir haben nicht die Weltklasse momentan verfügbar. Also wir haben nicht jetzt, dass man wirklich sagen könnte, so, oh mein Gott, den brauchst du unbedingt. Aber wenn man beispielsweise liest, so ein Laurent Blanc, okay, Peter Bosch hat halt nur bei einem Verein überzeugt, aber Laurent Blanc, Vincenzo Montella, Maurizio Pellegrino, Slaven Bilic, Mike Büskens ist hier aufgelistet. Natürlich, das ist nicht so schlecht. Aber ein Name sticht da natürlich heraus und das ist Luis Enrique. Problematik bei Luis Enrique ist, der hat bei Barcelona trainiert und wie ich gerade gesagt habe, auch sehr gut. Die Sache ist, er hat bei Real Madrid gespielt, er hat bei beiden Vereinen gespielt. Ja? Er hat bei, ich weiß gar nicht, wann er aufgehört hat, ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, auf jeden Fall war er ein paar Jahre bei Madrid und ich glaube sogar noch länger bei Barcelona. Ein ehemaliger Spieler, ja, aber natürlich trotzdem mit einer Barca-Vergangenheit. Deswegen finde ich persönlich nicht so wahrscheinlich. Wäre aber interessant auf jeden Fall. Er ist Spanier, er hat momentan keinen Verein, er ist vielleicht der Beste auf dem Markt. Und von daher, man weiß es nicht. Es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich persönlich denke, dass wenn es ein spanischer Trainer wird, dann sollte es eigentlich Luis Enrique werden. Wir haben noch einige, bei denen man sagen kann, okay, die sind stark, aber Enrique, ja, der toppt halt einfach alle. Wir haben beispielsweise, noch verfügbar, okay, Montella ist jetzt Italiener, aber hat bei Sevilla gecoacht, kennt also die Liga einigermaßen. Voro war der Trainer von Valencia, das wäre auch okay. Fran Escriba wäre der Trainer von Villarreal. Das ginge also dementsprechend alles. Das sind alle spanische Trainer, aber keiner, wo man wirklich so sagen würde, ja, das ist er jetzt. Das ist der Trainer. Dazu, Eusebio hat halt bei Barcelona und bei Atletico eine Vergangenheit. Das heißt, der wird auf keinen Fall werden. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Und dann war es das halt schon mit spanischen Top-Trainern. Ja? Also, man muss eigentlich woanders gucken. Und da wurde schon geguckt. Und ich habe persönlich nicht das Gefühl, dass es passieren wird. Aber viele sagen, der Favorit auf den Trainerposten ist Arsène Wenger. Natürlich wäre das für Wenger nochmal eine ganz, ganz andere Nummer als Arsenal, weil er hat die beste Mannschaft der Welt eine Zeit lang gehabt, die Invincibles, er hat eine ganze Saison unbeschadet überstanden, er war bei Arsenal nicht mehr so erfolgreich in den letzten Jahren, aber Arsenal ist einfach viel schwächer geworden im Vergleich auch noch und von daher, ja, es ist schwierig, ob er denn wirklich zu Real passen würde, vom Druck, vom Charakter und so weiter, die Sprache kann er, soweit ich weiß, der spricht ja so gefühlt 20 Sprachen. Sympathisch ist er auch, er ist eine Trainerlegende, er passt vom Stil her zu Real, also vom Trainer, vom Aussehen, vom Auftreten her, aber vom Spielstil, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob er sich seine Dynastie sozusagen kaputt machen möchte, weil er ist halt als der Trainer von Arsenal in die Geschichte gegangen und ob er es jetzt wirklich bei Real nochmal machen sollte, ich weiß es nicht. Es wird viel, viel darüber geschrieben, ich persönlich würde das nicht bevorzugen, aber auch dazu könnt ihr mir gerne eure Kommentare reinschreiben, was ihr dazu denkt. Zu guter Letzt, und das ist eine Liste, die ist relativ lang, das ist für mich die dritte wahrscheinliche Option, dass ein ehemaliger Spieler von Real Trainer wird. Natürlich, das ist meistens so bei diesen riesigen Vereinen, dass irgendwie jemand geholt wird mit einem Hintergrund im Verein. Die Frage ist nur, bei wem wäre das denn wirklich möglich oder bei wem könnte man sich das denn vorstellen? Wie gesagt, Luis Enrique ist ehemaliger Spieler, aber meh. Trotzdem haben wir da einige, bei denen man sagen könnte, ja, das wäre doch theoretisch möglich. Ich liste die mal auf und erzähle euch zu jedem Einzelnen nochmal so ein bisschen, warum oder warum ich mir das nicht so gut vorstellen könnte. So, fangen wir an mit Emilio Butragueño. Meh. Also, er ist alt, er hat, glaube ich, gar keine Trainererfahrung. Er ist nur, er ist im Endeffekt nur eine Vereinslegende. Das muss nicht zwingend was heißen. Aber er war auch Vizepräsident, also ich kann es mir nicht vorstellen, einfach weil er zu alt ist, aber es ist zumindest der erste Name so ganz weit hinten aus der Geschichte, wenn man sich es vorstellen könnte. Aber ist halt auch, wie gesagt, sehr unwahrscheinlich, wie ich finde. So, zweite Option, Fernando Hierro. Der war Trainer bei Real, Co-Trainer, ist mittlerweile bei Real Oviedo. So, momentan spielen die in der zweiten Liga, das heißt, der ist zumindest im Profifußball, aber ist er gut genug für Real? Nee.
Weiß ich nicht. Nächste Option, Raúl. So, Raúl ist Jugendtrainer bei Real Madrid, allerdings auch noch nicht lange. Das heißt, den direkt rauszunehmen da, man könnte ihn natürlich ins kalte Wasser werfen, aber das beim besten oder beim schwierigsten Verein der Welt automatisch auch mit. Weiß ich nicht, ob das wirklich die beste Option wäre. Natürlich ist Raúl die Vereinsikone von Real Madrid, dementsprechend könnte man sich auch das gut vorstellen. Aber ob es wirklich passiert, ich bezweifle es ehrlich gesagt. Noch eine Option wäre Guti, aber auch Guti war, soweit ich weiß, noch nie Trainer und Guti ist halt auch nicht so ikonisch, er ist gut gewesen, das ist der Name schon, er ist gut gewesen, aber er war nie, also, ja, weiß ich nicht, er hat halt auch in der U19 trainiert, ja, und er trainiert momentan die U19, aber weiß ich nicht, ob das wirklich passieren wird. Ja, sie können natürlich so einen holen, aber wird es wirklich passieren? Da bin ich eher schon bei zwei anderen. Und diese Namen, ja, die kennt man auch schon im Trainergeschäft. Und zwar zum einen Roberto Carlos, der war ja Spielertrainer bei Anji Machatschkala, der war bei Sivasspor Trainer, der war bei Belediyespor Trainer, der war bei Delhi Trainer und ist Jugendtrainer bei Real Madrid. Dementsprechend, Roberto Carlos wäre auf jeden Fall jemand, bei dem ich es mir sehr gut vorstellen könnte. Einfach weil er auch ein geiler Charakter ist, ein geiler Typ ist und eine riesige Vergangenheit bei Real Madrid hat. 370 Spiele, das musst du halt erstmal machen. Ja? So, dementsprechend könnte ich mir den gut vorstellen. Was Luis Figo angeht, meh. Halt auch der hat eine Barca-Vergangenheit, ja, ist von Barcelona zu Real Madrid gewechselt, von daher nicht so dramatisch, aber nichtsdestotrotz, ist das wirklich seine Station? Ja, nee, glaube ich nicht. Ich glaube es wirklich nicht, weil er hat halt bei Inter mal irgendwas gemacht, soweit ich weiß, aber seitdem hat er, glaube ich, keine Trainerstation gehabt und deswegen Figo kann ich mir eher weniger vorstellen. Dann doch eher Clarence Seedorf. Der war immerhin Trainer bei Mailand, der war Trainer oder ist Trainer bei Deportivo La Coruña, war Trainer in Brasilien und in China. Das heißt, der hat schon ein bisschen Erfahrung, hat auch bei Real Madrid gespielt, natürlich die meiste Zeit seiner Karriere beim AC Mailand verbracht, aber kennt den Verein trotzdem. Ja, die letzte Option, auf die ich noch so kommen würde, natürlich gibt es noch andere Spieler, Salgado, Helguera und so weiter und so fort, die man dann nennen könnte, aber alle keine wirkliche Trainerhistorie, David Beckham. Ja, Beckham ist auch, glaube ich, noch nie Trainer gewesen. Beckham will ja seinen Verein gründen jetzt, in Miami, meine ich. Allerdings, ja, die Frage ist, vielleicht wäre ja eine richtige Trainerstation für ihn bei Real Madrid auch interessant. Also ich liebe David Beckham, deswegen, ich fände es geil. Ob es wirklich passiert, man weiß es nicht. Aber theoretisch ist es im Bereich des Möglichen. Allerdings ist da halt wieder der Punkt, den ich gerade schon erwähnt habe. Er wird halt demnächst Trainer, beziehungsweise Leiter von seinem Miami-Projekt sein. Und von daher, naja. Das ist im Endeffekt alles sehr, sehr offen. Ich persönlich, mein Favorit ist Roberto Carlos. Danach würde ich Arsène Wenger sehen, dann Luis Enrique und dann solche Kollegen wie Hierro oder wie Guti oder wie Raúl. Aber ihr könnt mir gerne mal eure Kommentare, eure Meinung in die Kommentare schreiben. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. War ein bisschen länger, aber musste auch sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, heißen Donnerstag. Macht nicht mehr zu dolle. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann, macht's gut dort rein. Und ciao.